Hey und herzlich willkommen zum nächsten Part von Kingdom and Castles. Wir sind hier gerade am Aufbauen. Und es ist ein Feuer ausgebrochen, aber wir sind ein kleines Dorf. Ja, Brunnen sollen wir bauen. Können wir nicht. Weil Steinbruch nicht da. Wir machen das mal so. Wir haben zwei Untätige. Schäden beheben. Wir haben gleich allerdings eine Steinproduktion dann. Was natürlich äußerst gut ist. Weil die Steinproduktion brauchen wir, um einen Nahrungsspeicher zu bauen. So, Berufspriorität, Steinbrucharbeiter. Gut, jetzt kommt langsam Stein rein. Und dann bauen wir. Das reißen wir ab, dann bauen wir hier einen Nahrungsspeicher hin. So, dann 2, 3, 4, 5. Okay, wir bauen Getreidespeicher, weil das ist für die Nahrung, die wir gerade machen, das, was wir brauchen. Ja, ein bisschen Nahrung haben wir, aber nicht genug. Bedeutet unterm Strich, wir bauen hier mal das hin. Und bauen hier mal einen Brunnen. So. Ja, euer Haushalt ist hungrig. Ich hab's verstanden. Ja, einer ist dazugekommen. Wir müssen unser Nahrungsproblem in den Griff kriegen. Bauen wir hier mal drei Obstgärten. Und noch mehr Obstgärten. Okay. Wir stellen nochmal auf schnell. So, es beschwert sich aber auch noch niemand über fehlende Häuser oder so. Daher ist das ganz gut. Wir haben 40 Betten und 4. Ja gut, wir haben 40 Betten und 34 Bewohner, 26 Nahrung und wir sind durch den Winter gekommen.
So. Dann bauen wir die Försterei mit einer Straßenverbindung hierhin. Berufspriorität. Obstgärtner nach ganz oben. Steinbrucharbeiter nach hier. So, wir arbeiten mit 6 Leuten dort. So, sagen 5 Bauarbeiter. Das sind die Getreidearbeiter, so die hier drin sind. Perfekto. So eine Köhlerei. Oh, ein Drache gesichtet. Ja, das ist natürlich belastend. Ja, und da fliegt er. Irgendwo hier. Okay, der fliegt darüber, das ist gut. Drei, vier. Und der Drache ist hier. So, Versorgung, bauen wir hier einen Nahrungsspeicher hin. Und einen Brunnen. Gut, 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 gut. So, Nahrungskrise ist abgewendet. Wir können mal ganz kurz gucken. Burgarbeiter, wenn wir den nach ganz oben setzen. Ey, können wir dann Steuern erheben? Oder wofür ist der gut? Ah, okay. Nee. Das heißt, den können wir auch wieder runtersetzen. So. Perfekt. Allerdings war es das auch wieder mit dem Part. In 13 Jahren kommt der nächste Drache. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.